Ja, und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist gerade lustigerweise Donnerstag, der 27. Februar 2020. Und ja, ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Eine ganz schön interessante eigentlich, aber auch irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen. Also, ja. Puh, wo fängt man an am besten? Ja, also wir wohnen ja in einem Haus. Und ich in der Wohnung. Also, wo wir wohnen, in der Wohnung, in einem Haus. Naja, also wir wohnen irgendwie ein bisschen schwierig. Ist komisch zu erklären. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich heute irgendwie viel zu leise fehlt. Aber ich versuche jetzt trotzdem mal weiter. Auf jeden Fall ist es dann so, dass wir einen Hof haben und einen Garten. Und ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht alle paar Minuten sage, auf jeden Fall. So kam es, dass vor ein paar Nächten, da war ich müde und da war mir dann auch, bin ich etwas früher zu Bett gegangen, weil ich gedacht habe, ja, schlafen kann nicht schaden. Und ja, mir war es auch nicht so ganz gut und ich glaube, ich hatte sogar richtig Kopfweh, ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich eingeschlafen bin und dann hat unser Hund angefangen, furchtbar zu bellen und zu kläffen und der ist richtig abgegangen. Da hat man echt gedacht, da ist gerade da draußen Weltuntergangsszenario, so Armageddon-mäßig. Und dann bin ich dann davon wach geworden und habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich aus dem Fenster gehört, habe ich so zwei Leute gehört auf der Straße. Die haben meine Mutter auch gehört und ich habe dann auch mit meiner Mom geredet. Und sie hat dann gemeint, ja, sie hat die auch gehört, sie hat aber nicht verstanden, was die gesagt haben. Und ich mit meinen guten Ohren, Asperger Power, man kann nichts anderes sagen, aber manchmal hat es da so Vorteile, so diese unglaublich scharfen Sinne sind manchmal von Vorteil. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, ja, ich habe gehört, was die gesagt haben. Und einer hat dann zum anderen gesagt, da gehen wir nicht rein. Und dann hat meine Mutter so gemeint, okay. Und ich hab dann angenommen, okay, vielleicht wären wir fast überfallen worden. Und dann haben wir das auch beide relativ schnell abgehakt. Ich bin dann noch etwas unruhig im Bett gewesen, weil ich das irgendwie doch ein bisschen gruselig fand und das muss ich dann auch zugeben, das war mir dann auch alles ein bisschen zu ungeheuer. Und ich wollte dich gerade fragen, ob du eine Capri-Sun reicht, aber das ist jetzt weg so dekadent, nur damit ich das sagen kann im Video. Und das dekadent die doch, ja Mann. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann noch ein bisschen an meinen PC gegangen bin, weil dann konnte ich ja schon mal nicht mehr schlafen. Und dann kurz danach hat der Hund nochmal gebellt und hat wieder nochmal so ganz schön laut geworden. Und dann habe ich in unserem Hof, also wirklich nicht mehr auf der Straße vor unserem Haus, sondern in unserem Hof die zwei wieder gehört, dieselben. Ich habe die Stimme wieder erkannt und hat der eine zum anderen gemeint, jetzt gehen wir echt nicht mehr rein, jetzt reicht's ihm. Und dann habe ich mir so gedacht, okay. Und für mich war das dann so sicher, okay, da wollte jemand bei uns einbrechen. Und unser Hund hat es dann vereitelt, indem er laut genug gebellt hat, indem er Alarm geschlagen hat. Und da war ich dann auch wirklich mega froh, weil ja, auf Einbruch hätte ich jetzt nicht so Bock gehabt. Das wäre mir echt zu blöd gewesen. Und ja. Auf jeden Fall, das ist die Geschichte, wie wir fast überfallen worden wären. Und ich muss schon sagen, in solchen Momenten, auch wenn ich gegen unseren Hund allergisch bin, gegen seine Spucke, bin ich recht froh, dass er da ist. Und ja, ich weiß es dann auch zu schätzen, dass er auf uns aufpasst. Ja, heute mal eine kurze Geschichte, heute mal ein bisschen kleiner gefasst, heute mal nicht so lange gequabbelt. Ich kann euch nicht mehr erzählen. Also mein Hase, der hat dann, ich kann euch so erzählen, dass mein Hase die ganze Sache aufgenommen hat, wie immer. Er hat geschnuppert, er hat was gefressen, er hat sich hingelegt und das war's.
ja, unser Hase. Wir nennen ihn immer so, entschuldigt die Formulierung, aber so nennen wir ihn eben. Wir nennen ihn immer Leo cool as fuck. Den regt gar nichts auf. Also, ne, Mom, der Leo, den regt nie was auf. Weißt du, kann man nicht hören, das kann ich jetzt sehen, aber nie kann. Na gut, also das war alles, was ich erzählen wollte, wie wir fast überfallen worden wären. Meine Mutter hat die Theorie, dass es ein Laden in der Gegend ist, der da vielleicht überfallen worden wäre, wenn. Oder die Nachbarn, aber behaupten aber nicht wir. Ich glaube, wir waren betroffen. Aber nachvollziehen kann man es nie. Aber das nächste Mal, wenn ich da im Gang was höre, im Hof was höre, hat Mama gesagt, soll ich ihr Bescheid geben. Was werde ich ja noch machen. Ja, das war alles, was ich erzählen wollte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die babe.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!